Bitte hör auf zu weinen. Wie cool, das hat geklappt. Oh, mein kleiner Engel. Süße Träume, kleiner Mann. Und ich kann mich entspannen. Wow, das ist ja eine riesige Kackwurst. Und die stinkt. Das war erst der Anfang. Ich muss gleich kotzen. Hey, ich kann die Haarspange nehmen. Dann muss ich die nicht anfassen. Warte mal, meine Frau wird sauer sein. Oh, ich weiß, ich nehme noch die Tüte. Ich mache sie leer. Und dann lege ich die Tüte drüber. Perfekt. Ich probiere es gleich aus. So kann ich die Kacke wegmachen, ohne sie anzufassen oder die Spange einzusauen. Dann stülpe ich die Tüte einfach um. Wie kann ein kleiner Mensch nur so eine Wurst machen? Ich kann es noch riechen, aber ich hab's geschafft. Ja, ups. Oh yeah, die Chips sind lecker. Nur schade, dass die stinken. Ha, das bin ich. Ah, eine schöne, heiß dampfende Tasse Tee. Was ist das? Riecht wie vollgekackte Windel. Das brennt in meiner Nase. Ist ja wie auf einer Müllhalde. Warte mal. Ich hätte es wissen müssen. Oh, hey, Kumpel. Willst du Chips? Ekelhaft. Ich glaube, mir wird schlecht. Chris, wann hast du das letzte Mal geduscht? Du brauchst das. So schlimm ist das doch nicht. Ich bin kurz davor, umzukippen. Wow, ist schon ein paar Wochen her, dass ich mich richtig abgeschluckt habe. Nimm das weg von mir. Gut, aber wir sollten das verbrennen. Das war's. Du willst es nicht anders. Alter, was soll das? Du ruinierst die Chips. Hä? Der Gestank ist zu stark. Ich kann den nicht eindämmen. Nein! Was? Was ist dir los? Du siehst das auch, oder? Was hast du damit vor? Hey, das war nicht besonders nett. Dann bleibt nur eins übrig. Du kommst mit. Justin! Nein! Lass uns drüber reden. Na gut. Geh unter die Dusche. Was? Die benutze ich nicht. Ist ja ekelhaft. Oh, warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Geh zur Seite. Ich mach das. Ist das Rasierschaum? Ja, genau, was ich brauche. Ich spritze den in den Duschkopf. So wird er tiefengereinigt. Der entfernt jeden Dreck. Ohne schrubben zu müssen. Guck's dir an. So gut wie neu. Was ich von dir nicht behaupten kann. Du bist dran. Ich hatte gehofft, du hast es vergessen. Worauf wartest du noch? Na gut, ich geh duschen. Ich muss hier raus. Wie wär's noch mit etwas Parfüm? Das brennt, das brennt. Wie kannst du nur sowas nehmen? Ich hasse das. Das große Spiel geht los. Darauf habe ich mich schon gefreut. Der Kaffee ist auch richtig gut. Lalalalalalala. Hast du Spaß, Kleiner? Ja, hab ich. Das war's schon. Och, wie ärgerlich. Bin gleich wieder da. Hä? Wo kommt das denn her? Überall liegt Spielzeug rum. Kinder sind ja so unordentlich. Wenigstens hat er Spaß. Das ist die Hauptsache. Langsam. Oh, das war knapp. Vielleicht hole ich mir jetzt eine Limo. Warum liegt Spielzeug im Kühlschrank? Das ist nicht normal. Wo ist das ganze Essen hin? Raus hier. Was ist das für ein Ding? Aha, danach habe ich gesucht. Das Bild ist schön. Nicht wütend werden, er ist nur ein Kind. Sowas passiert eben. Oh, nein! Was war das? Autsch, gib den her. Hey, den habe ich gerade benutzt. Ich weiß, wie ich das beheben kann. Das löst mein Problem. Dafür brauche ich ein Blatt Papier. Darauf lege ich das Poppet. Und ich zeichne es nach. Ist einfacher, als es freihändig abzumalen. Ich umrande verschiedene Dinge und verteile sie auf dem Blatt. Gut, dass Alex eine Menge Spielzeug hat. Die Auswahl ist also groß. Das müsste erstmal reichen. Alex, guck mal. Hä? Was soll das sein? Ich zeig's dir. Ich fange mit dem Poppet an. Ich suche nach der gleichen Form. Und dann lege ich es oben drauf. Ich will das auch machen. Das kommt hier hin. Meinst du, du schaffst auch den Rest? Kein Problem. Na dann mal los. Das war ganz einfach. Ich bin beeindruckt. Gut gemacht, Kleiner. Juhu. Oh, mein Kopf tut weh. Dieses Game ist geil.
Ich kann's nicht weglegen. Nein, wir gehen jetzt. Justin, komm, es wird Zeit für die Schule. Okay. Wir brauchen nicht lange. Ich muss den Rucksack verstecken. Ich will nicht zur Schule. Oh, ich weiß. Ich bin ein Genie. Schule? Wirklich? Pah. Ich gehe gleich zur Tür raus. Warte mal, was? Was denkst du, was du da tust? Wo ist dein Rucksack? Keine Ahnung. Steh auf, sofort. Was versteckst du da? Oh, du hast den gesucht? Wie kommt der denn dahin? Wir haben keine Zeit für sowas. Du musst dich noch anziehen. Komm schon, Justin, bitte. Ja, ich bin hier. Ich will nicht zur Schule. Was ziehe ich an? So viele Klamotten. Eine schwierige Entscheidung. Machen wir es ein bisschen interessanter. Das kann raus. Und das. Ich muss diese E-Mail senden. Justin? Was ist hier passiert? Hey, hör auf damit. Was zum? Was ist denn hier los? Oh, hallo, Papa. Räum das auf. Sofort. Na gut, aber das klingt langweilig. Und beeil dich. Sowas geht nicht schnell. Nicht, wenn man es richtig machen will. Guck, ich leg das sogar zusammen. Eins ist fertig. Das wird ewig dauern. Hey, das war deine Idee. Ich hab den ganzen Tag Zeit. Ich muss zur Arbeit und du musst zur Schule. Zieh einfach das T-Shirt an und warte mal. Oh ja, ich habe eine tolle Idee. Und die Sparzeit. Halt das T-Shirt so, dann hochheben. Eine schnelle Drehung und dann falten. Und das T-Shirt ist zusammengelegt. Jetzt kommt es in die Box. Ich zeig's dir nochmal. Das geht schnell und ist einfach. Wieso habe ich das nicht schon früher entdeckt? Das ist ein echter Knaller. Gib mir den Rest. Das ist das Letzte. Jetzt können wir los. Hier ist dein Rucksack. Aber... Wir müssen los. Ich mach so schnell ich kann. Bin fertig, Papa. Hallo? Ja, wir sind auf dem Weg. Ich muss los. Wow, das Bild ist toll. Guck mal, Mama. Mami lackiert sich die Nägel, Schatz. Das ist auch Kunst. Jetzt eine andere Farbe. Meine Kreativität will raus. Oh ja, ich bin voll dabei. Das ist schön, Süße. Jetzt muss sich Mami konzentrieren. Was jetzt? Hä? Da stimmt was nicht. Der Stift malt nicht. Ich glaube, ich habe noch einen. Ich weiß, dass der hier irgendwo liegt. Ich hatte den doch gesehen. Oh, unter meinem Einhorn. Oh, der ist weg. Schätze, ich nehme dann diesen Stift. Nein, der malt auch nicht. Was hast du denn? Mama, Mama, meine Stifte haben keine Tinte mehr. Guck, ich zeig's dir. Nichts, wie soll ich denn mein Bild zu Ende malen? Beruhige dich, Chris. Hä? Ich will meine Stifte. Schon gut, ich kann das beheben. Juhu, danke, Mama. Ich gebe alles für ein ruhiges Leben. Ah, vielleicht hier drin. Igitt, das ist von letzter Woche. Das riecht echt übel. Hier auch nicht. Na los. Aha, ich hab sie. Er ist so unordentlich. Ich will doch nur malen. Es gehört alles zur Arbeit einer Mutter. Was ist das, Mama? Mein Stift? Warte, so wird das immer weitergehen. Nein, das will ich nicht. Hä? Du bist gemein. Das Leben ist grausam. Ich weiß, was zu tun ist. Und ich brauche nur meinen Make-up-Halter. Ich nehme die Stifte und meine Klebepistole und mache etwas Kleber auf die Kappe. Das muss nicht viel sein. Nur so viel, dass die Spitze bedeckt ist. Das müsste schon reichen. Jetzt kommt der Make-up-Halter. Da klebe ich den Stift ein. Das mache ich auch mit den anderen Stiften. Jetzt verliert ihr die Kappen nicht mehr. Oh, Chris, guck mal, was ich hier habe. Ziemlich cool, was? Hier hast du. Wow, gib her. Das ist fantastisch. Wow, cool. Jetzt kann ich mein Bild fertig malen. Der Stift kommt gleich wieder da rein. Aber ich brauche mehr Stifte, Mama. Das habe ich mir schon gedacht. Du bist voll dabei, als wärst du meine Assistentin. Jetzt bin ich ein richtiger Künstler. Und meine Arbeit ist getan. Das bist du, Mami. Oh, so sehe ich zwar nicht aus, aber danke. Und jetzt will Mami ihre Nägel fertig machen. Wow, Schule ist aus. Die brauchen wir nicht mehr. Lass uns ein Spiel spielen. Das hier wird dir gefallen. Los, 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 du schaffst es. Das ist so lustig.
Also du drehst die Haare so rum. Oh, verstehe. Papa! Oh, oh! Hey Mädels, ich bin zu Hause. Was macht ihr da? Ihr kennt die Regeln. Erst wird gelernt. Oh, das war Sophias Idee. Was? Ich bin enttäuscht. Das werde ich jetzt nehmen. Gib es mir. Nein, bitte nicht. Niemals. Wieso seid ihr so stark? Hab es. Oh. Das ist unfair. Das ist mir egal. In diesem Haus wird gelernt. Was für eine Schande. Die Luft ist rein. Zum Glück haben wir Ersatz. Und ich habe eine Idee. Wir kleben es an die Stuhllehne. Oh, ich liebe dieses Video. Nein, das ist unglaublich. Hörst du das? Das ist Papa. Schnell. Schnapp dir ein Buch. Seh beschäftigt aus. Mädels? Das ist total interessant. Das sind meine Mädels. Ich hab's ja gesagt, lernen macht Spaß. Er ist weg. Wo waren wir? Oh ja, das ist super. Komm schon, nein, nein, nein. Ist jemand zu Hause? Ist das die Tür? Papa! Aufmachen! Papa! Hat jemand was gesagt? Das war wahrscheinlich nichts. Na dann, zurück zu meinem Buch. Hey, ich weiß, dass jemand zu Hause ist. Oh, komm schon! Okay, ich mach auf. Du hast aber lange gebraucht. Egal, hallo. Ich habe ein echtes Schnäppchen für dich. Diese lebensverändernde Pfanne. Ich bin daran nicht interessiert. Wie wäre es mit diesem wunderbaren Staubsauger? Dein Zuhause wird staubfrei sein. Nein. Okay, ich mag Herausforderungen. Wow, schau dir diesen persönlichen Reiniger an. Deine Ohren und Nase werden so sauber sein. Versuch's mal. Wow, danke, das ist cool. Großartig, jetzt gib mir, was ich will. Oh, richtig. Hier hast du ihn. Hä? Soll das ein Witz sein? Hey, mach nicht die Tür zu. Ich kann's kaum erwarten, den auszuprobieren. Ich hoffe, das funktioniert. Los geht's. Das kitzelt. Das gefällt mir. Warte mal, ich hab da eine Idee. Komm her, Papa. Was ist los? Halt still. Was machst du da? Vertrau mir. So sieht's in deinem Ohr aus. Ih! Ekelhaft, das ist da wirklich drin. Das ist nicht gut, ich muss weg. Ha, ein tolles Gadget. Lächeln, Liebes. Lass mich mein Haar richten. Los. Lass uns eins zusammen machen. Das wird gut aussehen. Schauen wir es uns an. Oh, wie hübsch. Oh, ich weiß. Mama? Das wird großartig. Du bist wieder da. Was für ein Tag. Aber ich habe die Fotos. Mama, das hättest du nicht tun müssen. Wir haben doch diesen Mini-Drucker. Ich wähle einfach über die App auf meinem Telefon den Filter aus und dann drucken. Wow, schau dir das an. Das bist du. Was für eine tolle Technologie. Jetzt werde ich es ausprobieren. Ich hab's geschafft. Die sind total witzig. Warte, bis meine Freunde die sehen. Wow, wir sehen toll aus. Heute ging es an der Börse erst nach oben und dann wieder runter. Wow, die Nachrichten waren auch schon mal interessanter. Gut, ich schalte mal um. Mal sehen, was sonst noch so kommt. Also gut, auf zu unserem nächsten Shoppingartikel. Wir haben hier ein besonderes Spielzeugauto. Es ist fantastisch. Das Angebot ist natürlich begrenzt, also greifen Sie zu. Das darf nicht in Ihrer Sammlung fehlen.
Und es ist nicht nur ein Spielzeugauto, oh nein, es ist ein ferngesteuertes Auto. Die Fernbedienung ist im Taschenformat, sodass sie leicht mitgenommen werden kann. Wow! Das ganze Paket bekommen Sie zum kleinen Preis von nur 100 Euro. Greifen Sie schnell zu. Mama, bitte! Kann ich das haben? Bitte, 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 Mama! Ach, herrje, das ist so teuer, aber Jared will das so sehr. Ich schau mal, was ich an Bargeld übrig habe. Oh nein! Mama, du hast kein Geld mehr? Na gut, ich brauche das Auto auch nicht. Oh je, er ist so ein guter Junge. Er tut so, als ob es ihm nichts ausmacht. Aber ich weiß, dass er sehr enttäuscht ist. Sekunde, er isst die Kekse, die ich ihm gebacken habe. Das bringt mich auf eine Idee. Okay, ich schau mal in dieser Schublade nach. Ja, da ist es. Ich wusste, dass es hier drin ist. Jared, Schatz, ich habe etwas für dich. Wenn's nicht das ferngesteuerte Auto ist, will ich's nicht. Ist es nicht, aber damit bekommst du dein Auto, wenn du es wirklich willst. Ich habe diese Münze und ich füttere damit deinen neuen Freund. Er hilft dir beim Geldsparen. Wow, er hat die Münze gegessen. Ich will ihn auch füttern. Wir müssen ihn nur weiter mit Geld füttern. Wenn wir ihn gut füttern, haben wir bald genug, um das Auto zu kaufen. Hier hast du eine neue Münze, Kumpel. Klingt, als ob er voll ist. Ist er bestimmt. Lass uns nachsehen, wie viel Geld er gefuttert hat. Okay, hier kommt das ganze Geld, Mama. Oh, das ist viel. Das ist bestimmt genug. Ich bin gleich wieder da. Schau mal, was ich habe. Tada! Dein nagelneues ferngesteuertes Auto. Juhu, mein Auto. Ich habe ein neues Auto. Danke, Mama. Und dir danke ich auch, Kumpel. Oh, Schatz, du hast so gut gespart. Diese Gurke riecht so frisch. Ich schneide sie für den Salat, Klein. Hey, hallo, Papa. Papa, Papa. Was ist, mein Schatz? Mir ist langweilig. Spielst du mit mir und meinem Monsterfreund? Schatz, ich mache gerade einen Salat. Papa, Papa, du kannst mit mir ein Bild malen. Ich habe ein Blatt. Lizzie, ich schneide gerade das Gemüse für den Salat. Papa, Papa, schau dir das Bild an, das ich von ihr gemalt habe. Siehst du? Das ist ein sehr schönes Bild von mir. Aber Papi hat im Moment zu tun. Papi ist so gemein. Das wird ihm leid tun. Papa ist ein Stinkepeter. Na, 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 na. Ich muss diesen Salat fertig machen, okay? Nicht okay. Ich habe deine Tomaten. Schatz, komm schon. Ich brauch die. Schatz, stopp. Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Ich bin viel zu schnell. Schatz, ich mache hier keine Witze. Aber schau mal, wenn du etwas tun willst, dann iss doch einen gesunden Snack. Na gut, mache ich. Aber ich will die Schale nicht. Die ist so hart. Aber ich krieg sie nicht ab. Ich brauche Hilfe. Oh, ein Messer. Warte, das ist nicht groß genug. Hey, das Messer ist ja noch größer. Nee, nicht groß genug. Oh, genau das brauche ich. Die Axt ist riesig. Die will ich. Komm, komm her, Axt. Nein, stopp. Beweg dich nicht. Oh, Schatz, du brauchst keine Axt. Die ist viel zu groß. Schau zu, ich zeig dir, wie es geht. Ich habe hier noch einen Apfel. Ich drehe einfach an der Kurbel und der Sparschäler macht die Schale ab. Er geht um den ganzen Apfel rum, bis er schalenfrei ist. So geht's. Der sieht ziemlich gut aus. Wow, ich will den Apfelschäler. Also gut, los geht's. Viel Spaß beim Schälen deines Apfels. Juhu, ich drehe nur die Kurbel. Guck mal, das Ding schält meinen Apfel. Oh, die ganze Schale ist weg. Danke, Papi. Sehr gerne, meine Kleine. Wenn du willst, kannst du ihn jetzt essen. Magst du auch etwas von meinem Salat? Nein? Ist in Ordnung. Schnapp ihn dir. Und jetzt schnappst du ihn. Oh, das ist anstrengend. Ich bin müde. Aber da ist mein kleines Baby. Oh, da fällt mir ein. Ich sollte ihm einen kleinen Schluck Wasser geben, damit er nicht austrocknet. Ich muss darauf achten, dass er genug Wasser bekommt. Wow, nimm das, Lama. Das Auto hat dich erwischt. Jetzt sollte mein Kaktus genug Wasser haben. Oh, ich muss da drüben noch saugen. Mama ist nach drüben gegangen. Okay. Taube kämpft gegen Gummiente. Ja, schnapp sie dir. Nein! Was war das? Das klang, als ob etwas runtergefallen ist. Oh nein, mein Baby. Ups, ich habe die Pflanze umgeworfen. Keine Bange, Mama. Ich bring das in Ordnung. Warte, Jared, nein. Ich mach die Pflanze wieder ganz. Nein, Jared. Aua, das tut weh. Oh nein, mein Finger. Aua, aua, aua. Ich habe einen Stachel in meinem Finger. Mama. Oh nein, ich muss ihm helfen. Was kann ich tun?
Warte, der Staubsauger. Hey, damit könnte es klappen. Damit bekomme ich den Stachel bestimmt aus seinem Finger. Oh ja, Jared. Schatz, hör auf zu weinen. Mami ist da, um dir zu helfen. Halt jetzt still. Oh, Jared, Schatz, du musst nicht mehr weinen. Alles wieder heile. Hä? Er ist weg. Mein Finger tut auch gar nicht mehr weh. Danke, Mama. Du bist die Beste. Vogelangriff. Ich bin so froh, dass es dir gut geht, Schatz. Und meine Arbeit endet nie. Oh, ich liebe den Park. Im Park ist es am schönsten. Ja, es ist ein schöner Tag für den Park. Okay, ich habe einen kleinen Snack für dich, weil du so brav warst. Yay, ein Lutscher. Mein Lieblingsgeschmack. Ich gehe spielen. Okay, hab viel Spaß, aber sei auch vorsichtig. Was mache ich jetzt? Ihh, eine Biene. Hau ab. Nein, die Biene will meinen Lutscher. Den bekommst du nicht. Das ist kein Bienensnack. Das ist Lizzys Snack. Der gehört mir. Die Biene ist hinter mir her. Hilfe. Ah, hau ab, du böse Biene. Ja. Ah, ich krieg dich, Biene. Ich krieg dich noch. Hau bloß ab. Oh, ich bin so viel gerannt. Bienen sind schnell, aber ich bin schneller. Au. Mein Finger. Hey! Aua, Mama! Oh mein Gott, mein armer kleiner Engel! Mama, ich habe einen Splitter im Finger! Keine Sorge, ich hole ihn wieder raus! Ah, nein, nicht anfassen, das tut so weh! Oh nein, okay, warte kurz, ich schaue in meiner Tasche nach. Mal sehen, die Verpackung hilft nicht, dann habe ich nur noch diese Münzen. Was mache ich denn jetzt? Hey, Moment mal, die Münzen. Liebes, halt jetzt still. So. Ah! Was? Der Splitter ist weg? Wo ist er hin? Ich habe ihn einfach entfernt, siehst du? Yay, danke, Mama, du bist die Beste. Ah, die Biene ist wieder da. Renn weg. Aha. Riechen Popel? Nee, glaube nicht. Liebes, ich bin vom Einkaufen zurück. Hast du mich vermisst? Lass mich die Lebensmittel auspacken. Wow, was hat sie in der Tüte? Süßigkeiten? Vielleicht Chips? Schokoaufstrich, das ist der Beste. Ich will den, ich werde ihn mir holen. Was habe ich noch hier drin? Oh. Okay, hier sind noch ein paar Sachen drin. Einige Äpfel. Ich lege den erstmal hier hin. Oh, Lizzie, du hast mich erschreckt. Oh, du willst einen Snack? Tada, möchtest du das hier? Yay, das ist mein Liebster. Danke, Mama. Oh, sie ist so süß. Mir gefällt, dass sie... Oh, lecker, lecker, lecker. Das ist das Beste. Ich will mehr. Oh nein, so läuft das nicht. Jetzt heißt es sauber machen. Halt still, Lizzie. Ich muss dein Gesicht abwischen und dich umziehen. So, deine Haare sind auch in Ordnung. Du siehst wieder hübsch aus. Kaum zu glauben, wie schnell sie immer ein Chaos anrichtet. Gut, dass ich das gestoppt habe. Oh, lecker, lecker. Nanu? Ich hatte das Glas doch eben noch in der Hand. Oh, halt still, ich muss dich wieder sauber machen. Das war's. Ich fasse es nicht, dass sie sich zweimal hintereinander so vollgeschmiert hat. Warte mal, ich wette, diese Tüte könnte die Lösung sein. Liebes, gib mir das. Ich zieh dir diese Tüte über. So, und jetzt steck deine Arme durch die Löcher. Warum muss ich das tragen? Oh, yay, Schokoaufstrich. Lecker, lecker, lecker. Oh je, sie ist einfach eine kleine Schmiertante. Na, wenigstens beschmiert sie jetzt nur die Tüte. Ich schneide die Kirschtomaten lieber auf. Mama, schau mal, ich habe mein Outfit selbst ausgesucht. Gefällt's dir? Oh mein Gott, du siehst so hübsch aus. Warte, Mama, machst du ein Foto von mir? Okay, die Kamera ist bereit. Jetzt zeig mir dein schönstes Lächeln. Sehr schön, und jetzt mach mal eine andere Pose. Oh, du siehst auf diesen Fotos so hübsch aus. Komm mal her. Yay, ich will die Fotos auch sehen. Siehst du nicht wunderbar aus? Mamis kleiner Engel. Was? Warum? Wieso? Mein Gesicht sieht so aus. Lizzie, ich muss doch etwas tun können, um ihre Tränen zu stoppen. Der Mais. Natürlich, das ist die Lösung. Lizzie, komm mit mir hier rüber. Der Mais kommt hier hin und du, Lizzie, stehst hier. Stell dich so hin. Okay, jetzt stelle ich den Timer der Kamera. Bereit? Hier kommt das Foto. Oh je, Riesentrauben. Was für eine große Ananas. Hier, Lizzie, schau dir mal diese Fotos an. Yay, das sind die besten Fotos aller Zeiten. Danke, Mama. Jetzt mache ich selbst ein paar Selfies. Schauen wir sie uns mal an. Oh, wow, das ist wirklich mein Gesicht. Das werde ich nicht posten.
Okay, ich bin bereit für die Arbeit. Also, wir haben ein kleines Problem, an dem wir arbeiten müssen. Ja, ich verstehe, aber ich denke, wir können es heute noch lösen. Moment mal, was ist hier los? Mein Computer spinnt. Hey, könnt ihr mich noch hören? Seht ihr mich? Oh, warum tust du mir das heute an, du blöder Computer? Vielleicht, wenn ich ihn hier hinhalte. Hilft das? Das ist ein sehr wichtiges Meeting und ich verpasse es. Mama ist beschäftigt. Meine Chance, meine Snacks an ihr vorbeizuschmuggeln. Hä? Was war das? Oh, hi Mama. Ich mache nur, naja, nichts Besonderes. Nein, ich will nicht, dass sie mir meine Snacks wegnimmt. Nichts Besonderes. Lass mich mal sehen. Die Antennen da drüben und die Dose in meiner Hand. Natürlich, die wird mein Computerproblem lösen. Okay, ich brauche diese Dose, aber sie muss leer sein. Mit der Schere schneide ich dann die Dose auf. Jetzt aufklappen. Perfekt, das klappt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay, jetzt muss die nur noch an die WLAN-Antenne. Hallo, könnt ihr mich jetzt sehen und hören? Oh mein Gott, was hast du denn an deinen Schlafanzug? Oh nein, ich habe vergessen, dass ich keine Anzughose anhabe. Entschuldigung deswegen. Das ist Mama, sie ist so lustig. Gefallen mir am besten. Liebes, schau mal, was ich hier für dich habe. Ganz neue Stifte, nur für dich. Yay, danke, Mami. Ich liebe Stifte. Zwei grüne. Ich fange mit denen hier an. Ich kann ziemlich gut malen. Ich könnte einen Preis gewinnen. Ich probiere alle Farben aus. Sieht aus wie ein Regenbogen. Ich mag Regenbögen. Yay, blau. Und meinen Namen schreibe ich in rot. Warum liegen hier so viele Kappen rum? Die will ich nicht. La 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 la. Ich mach alle Kappen ab. Hey, warum malt der Stift nicht mehr? Mami! Mama! Mom! Hier, die Stifte sind kaputt. Mach sie wieder ganz. Was? Aber die sind doch neu. Die habe ich eben erst gekauft. Zeig mal her. Was ist mit den verflixten Stiften los? Okay, lass uns mal sehen, was mit denen los ist. Hier, siehst du, die Stifte malen nicht mehr. Oh, ich verstehe. Du hast die Kappen nicht draufgesteckt. Ohne die Kappen trocknen die Stifte aus. Verstehst du, Ava? Wenn du einen Stift nicht brauchst, mach einfach die Kappe wieder drauf. Oh, okay, ich mach die Kappen wieder drauf. Na gut, wo sind die anderen Kappen? Ava, wo hast du sie hingelegt? Hier ist eine und hier noch eine. Sie sind hier überall verstreut. Wie kann ein kleines Mädchen nur so ein Chaos anrichten? Glück für sie, dass sie so süß ist. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, sie zur Ordnung zu erziehen. Oh ja, das Tape. Das bringt mich auf eine gute Idee. Los geht's. Zuerst brauche ich ein Klebeband. Das sollte reichen. Und dann brauche ich die Stifte. Ich lege sie der Reihe nach aufs Tape. Genau so. Und dann lege ich das Klebeband darüber. Das wird super funktionieren, da bin ich mir sicher. Okay, Liebes, schau dir das mal an. Jetzt fliegen keine Stiftkappen mehr rum. Sie kleben alle zusammen. Okay, die sind für dich. Yay, schau mal, die Stifte malen wieder. Das ist eine lila Blume und jetzt kommt ein grünes Herz. Oh, du bist eine kleine Künstlerin. Brumm, brumm, quietsch. Mal sehen, habe ich genug Spielzeug für ihn eingepackt? Oh, ich darf seinen Hut nicht vergessen und meine Bücher. Und Feuchttücher, falls er sich verschmiert. Uff, der ist schon voll. Komm schon rein mit dir, du passt da noch rein. Na toll, und jetzt? Womit spielt er denn da? Haha, hey, Mami, das ist meins. Okay, ich hole das Spielzeug aus dem Ei. Jetzt ist es leer und ich kann ein paar Weichtücher reinstopfen. Es ist ein kleiner Behälter, aber perfekt für ein paar Feuchttücher. Perfekt, die sollten reichen. Jetzt brauchen sie viel weniger Platz. Hey Mama, schau mal, was ich kann. Ich habe ein Chips-Gesicht. Ja, wirklich besonders. Gut gemacht. Warte kurz, ich hole nur schnell die Feuchttücher raus. Das ist die cleverste Idee, die ich seit langem hatte. Da bin ich schon. Mami macht nur dein Gesicht ein bisschen sauber. So, schön sauber. Genau wie ich es mag. Ah, so ein schöner Nachmittag. Oh, hey. Liebling, schau mal. Mami, wegen dir habe ich mich bekleckert. Oh je, aber keine Sorge. Ich mache das sauber. Siehst du, ich habe genug Feuchttücher dafür. Alles wird abgetupft und dein Shirt ist wieder sauber. Und warum nimmst du nicht lieber diesen Apfel statt der Limonade? Brumm, tut, tut, aufpassen, ich komm angebraust. Rar, der Dino-Truck hat dich erwischt. Rar. Liebling, was machst du da? Liebling, mein Schatz, Mami hat dich etwas gefragt.
Oh je, deine Hände sind so schmutzig. Okay, gut, dass ich die Feuchttücher dabei habe. Komm her, ich mache deine Hände sauber, aber ich muss ein bisschen schrubben. Fertig, jetzt sind deine Fingerchen wieder sauber. Yeah, danke, Mama, du bist die Beste. Hm, mal sehen, wo kommen die hin? Oh mein Gott, schau dir mal diese Messer an. Das kann ich nicht so lassen. Was, wenn mein kleiner Engel daran kommt? Sie könnte sich daran verletzen. Oh nein, 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 das darf ich nicht zulassen. Ich muss das alles weglegen, dahin, wo sie nicht rankommt. Puh, schon besser. Jetzt ist sie sicher. Okay, ich räume ein paar ihrer Spielsachen weg. Moment mal, diese Tischkante ist ziemlich scharf. Fast so schlimm wie die Messer, sie könnte sich daran stoßen. Oh nein, nicht ihr süßes Knie. Ich will nicht, dass der Tisch sie zum Weinen bringt. Oh nein, 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 auf gar keinen Fall, niemals. Ich will so eine Todesmaschine nicht in meinem Haus haben. So, die Kissen verdecken die Ecken. Jetzt sind sie nicht mehr spitz und meine Kleine ist in Sicherheit. Ich darf nicht vergessen, die Tür abzuschließen. Oh, warte, die Steckdosen im Haus. Nein, was macht sie da? Sie wird sich wehtun. Nein, 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 nicht, mein Baby. Sofort, stopp. Du darfst niemals etwas in die Steckdose stecken. Oh, und schau dich nur an, du siehst aus wie ein Ferkel. Komm her, ich mach dich sauber. Oh, was soll ich nur mit dir machen? Hey, warte mal. Der Deckel von den Tüchern könnte die Lösung sein. Ja, da passt alles zusammen. Ich muss nur ein paar Änderungen vornehmen. So geht's. Den Deckel nehme ich einfach ab und klebe ihn vor die Steckdosen. Jetzt ist er eine Abdeckung. Das sollte ihre neugierigen Finger von der Steckdose fernhalten. Okay, sei brav, während Mami weg ist. Warte, das Bügeleisen. Oh, ich werde wohl nie das Haus verlassen können. Kann ich Seife für das Geschirrspül nehmen? Oh, du spülst ab? Klar. Nimm diese Seife, kein Problem. So viel Seife. Glitschig und schaumig. Das ist mir etwas zu viel Lärm für einfaches Geschirrspülen. Ich schau besser mal nach. Oh, das ist ja ein Riesenchaos. Statt deinen Fingern solltest du vielleicht den Schwamm benutzen. Nein! Schwämme sind für Langweiler. Hände machen Spaß. Siehst du? Alles sauber. Sogar meine Finger. Moment mal. Ich glaube, ich habe die perfekte Lösung. Okay, ich brauche diesen Schwamm und nehme ihn auseinander. Ich will diesen grünen, rauen Teil und brauche dazu eine Schere. Zeit, diesen Schrubber in Streifen zu schneiden. So, nun die Gummihandschuhe und etwas Kleber. Ich gebe etwas Kleber auf jeden Finger und dann auf die Handfläche des Handschuhs. Jetzt kann ich den größeren Teil auf die Handfläche kleben. Und das Gleiche mache ich mit den Streifen und den Fingern. Fertig! Das nenne ich mal coole Reinigungshandschuhe. Olivia, schau mal, was ich für dich habe. Echt coole Handschuhe. Oh, die sind echt cool. Her damit. Zieh mir einen über. Oh, die sind echt toll. Ich liebe sie. Ich ziehe auch einen an. Nun wieder an die Arbeit. Hier, ich gebe etwas Seife auf deinen Schwamm. So, bereit? Lass uns das Geschirr schön sauber machen. Wow, schau nur, wie schnell das vonstatten geht. Wunderbar. All unser Geschirr ist sauber. Gute Arbeit. High five. Oh, ich hatte irgendwie... Oh, ach, vergiss es. Wir haben das richtig gut gemacht. Oh, oh nein, ich habe die Tasse kaputt gemacht. Jetzt müssen wir noch mehr sauber machen. Ich habe einen Brand. Ich brauche etwas Wasser in meinem Becher. Oh, ich bekomme es nicht auf. Papa! Ja? Hat mich da jemand gerufen? Ich schau besser mal nach. Was ist los? Wasser! Ich will ein Glas Wasser. Ich hab Durst. Ernsthaft? Okay, hier. Ich mach's dir auf. Ich schenk dir auch was ein, damit du nichts verschüttest. Okay, das sollte reichen. Bitte sehr. Yay, Wasser! Yummy, yummy! Danke, Papa. Jetzt kann ich mich wieder meinen Sachen widmen und etwas snacken. Papa! Der macht wohl Witze. Was will er schon wieder? Hm, ich liebe Wasser. So lecker. Papa! Was zum schon wieder? Wasser, Wasser, Wasser. Ach, schon so spät. Ich bin total platt. Ich mache ein Nickerchen. Papa! Hä, was? Stopp! Es muss doch eine Lösung dafür geben. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Okay, zuerst nehme ich diesen Papierbecher. Ich verziere ihn besser, damit er ihn auch benutzt. So, Elefant ist angeklebt. Nun diese Flasche Saft.
Ich gebe sie einfach in den Becher. Nun mache ich ein kleines Loch und gebe einen Strohhalm hinein. Das sieht aus wie ein Rüssel. Fertig. Ich habe schon wieder Durst. Ich habe kein Wasser mehr. Hey, ich habe was für dich. Ist das nicht toll? Ich stelle es hier für dich ab. Oh, ein Elefantenbecher? Du musst nur den Deckel abschrauben. Tada! Der Saft fließt direkt raus. Dann schließt du den Deckel einfach wieder. Saft aus einem Elefanten? Danke, Papa. Gern geschehen. Jetzt kannst du das alles selber machen und musst mich nicht mehr rufen. Saft ist so lecker. Ha, Papa ist weg. Hehe, ich habe eine gute Idee. Komm her, Elefantensaft. Wer braucht schon einen Becher? Saft! Njam, njam, njam. Hä? Moment mal, wo ist der Saft hin? Er ist weg. Papa! Oh, mir geht's nicht gut. Schätzchen, fühlst du dich etwas schlapp? Ja. Okay, ich hab dir was mitgebracht, was dir helfen wird. Hä? Was ist das, Medizin? Nein, Medizin ist ekelhaft. Will ich nicht. Olivia, aber damit wird es dir gleich besser gehen. Papa, mein Saft ist alle. Ich brauche mehr. Okay, okay, ich hol dir welchen. Moment, ihr Becher, die Medizin? Ich denke, hier kann ich was tricksen. Los geht's. Okay, ich habe ihren Becher und nehme einfach den Deckel ab. Und hier ist die Medizin. Ich öffne die Flasche und gebe sie einfach in den Becher. Passt perfekt. Und dann gebe ich einfach wieder den Deckel mit Strohhalm drauf. Okay, ich glaube, das kann funktionieren. Dann versuche es wert. Schätzchen, ich habe hier was zum Trinken für dich. Yay, ich habe so Durst. Oh mein Gott, sie trinkt es. Es funktioniert wirklich. Oh, hey, Papa, mir geht's schon viel besser. Yay, mir geht's wieder gut. Danke, Papa. Oh, das freut mich sehr, Olivia. Zeit zum Spielen. Komm schon, spiel mit mir, Papa. Schätzchen, beruhige dich bitte etwas, okay? Lass uns Verstecken spielen. Warte, Bücher. Ich will keine Bücher. Weg mit denen. Oh, vielleicht war das doch nicht die beste Idee. Baum fällt wieder. Jetzt gehe ich hier rüber und dann hier rüber. Dieser Baum muss auch fallen. Boom. Oh, mein Leben ist ein wahrer Albtraum. Keinerlei Frieden hier. Das wird lustig. Du könntest einen neuen Look vertragen, Sophia. Keine Sorge, ich bin ein Profi. Das wird dir gefallen. Du siehst umwerfend aus. Hey, Sophia, wach auf. Hä? Was ist denn? Ah, meine Haare! Was hast du angestellt? Gefällt es dir nicht? Was ist denn hier los? Oh, sieh nur, was sie angerichtet hat. Keine Sorge, das wächst wieder nach. Hör zu, Cheryl, das darf man nicht machen. Das ist nicht nett. Jetzt ist deine Schwester traurig. Oh, ich hab's. Das wird dir gefallen. Hier, das ist für dich. Oh, danke. Gern geschehen, Liebling. Ich spiele jetzt damit. Und ich halte ein Mittagsschläfchen. Wow, das macht echt Laune. Der kleine Mann hier kommt weg. Die Knete stecke ich hier rein. Okay, jetzt kann's losgehen. Jetzt drücke ich den Hebel. Wow, seine Haare wachsen ja. Das ist echt toll. Er sieht lustig aus. Wow, das gefällt mir. Ich verpasse ihm eine Frisur. Die sieht gut aus. Das hier muss auch geschnitten werden. Vielleicht sollten wir den Rasierapparat nehmen. Schon besser. Yeah, eine Glatze. Das bringt mich auf eine Idee. Dafür brauche ich eine echte Schere. Nicht bewegen, Omi. Nein! Das riecht echt gut. Hast du Spaß, Liebling? Ich bin ein Koch, Mami. Ich koche Abendessen. Es fehlen nur noch ein paar Zutaten. Oh, ich hasse Bügeln. Das ist so langweilig. Cheryl, was machst du da? Hab ich doch gesagt, ich koche. Mein Make-up ist ruiniert. Oh, ich hab's. Das ist ein Notfall. Aha, genau das, was ich jetzt brauche.
Das wird mir den Tag retten. Kochen ist echt einfach. Ich habe etwas für dich. So eine Sauerei. Ich putze das schnell weg. Hä? Für dich? Wow! Danke, Mom. Zieh den Schwanz ab. Wow, so viele kleine Kugeln. Das stülpe ich über die Öffnung. Und jetzt benutze ich die Pumpe. Sieh mal, Mami. Ich fülle es mit Glitzer auf. Das ist so schön. Was kommt jetzt? Quatsch, quatsch. Rein mit dir. Oh, ein Poppet kommt auch hinein. Hm, und jetzt? Mehr Glitzer. So viele verschiedene Farben. Oh, Knete. Die kommt auch hinein. Vorsichtig. Das wird sowas von gut. Jetzt kommt der Deckel drauf. Wow, wie toll ist das denn? Sieh mal, Mom. Echt schön, Liebling. Cheryl, tu das nicht. Ich mach noch einen Luftballon. Nein! Ich will nicht. Lass mich los. Du musst aber, Liebling. Na gut. Hä? Was war das? Hey, Nanny. Setz dich wieder aufs Klo. Das ist unfair. Oh, halt. Nicht schon wieder. Willst du was? So kann das nicht weitergehen. Dann denk mal nach. Bye. Es muss doch etwas geben, das ich tun kann. Oh, ich hab's. Igitt, das esse ich nicht. Ich spiele lieber damit. Essie, sieh mal, was ich hier habe. Hast du Hunger, Herr Flamingo? Hier für dich. Oh, das schmeckt ihm. Oh, er isst das ja wirklich. Herr Flamingo muss mal aufs Klo. Echt? Das muss ich sehen. Macht er echt gleich Kacke? Mach's dir gemütlich. Genau so, entspann dich. Oh, das war wohl dringend. Da kommt noch mehr, hä? Wow, er benutzt die Toilette. Ich will jetzt auch aufs Klo. Braves Mädchen. Du kannst gehen, ich kann das allein. Jetzt sind es nur noch wir zwei, Herr Flamingo. So ein cleveres Mädchen. Was hast du denn gegessen? Das brennt in den Augen. Ich muss zum Friseur. Mom, mir ist öde. Wow. Süßigkeiten. Oh, die sind leer. Ich will etwas Spaß haben. Wow, ich kann auch meine Zunge rausstrecken. Guck her. Der passt nicht dazu. Oh, was ist das? Das sieht interessant aus. Wow, was da wohl drin ist? Wow, na sieh mal einer an. Das klebe ich mir an. Und noch eins hier. Das ist toll. Die sind wie Tattoos. Ich bin so cool. Wo ist der hin? Liam! Oh, ich komme, Mami. Na? Was hast du gemacht? Was hast du angestellt? So kannst du nicht vor die Tür. Die Pflaster müssen zuerst runter. Autschi, nein, das tut weh. Komm wieder her, wir haben keine Zeit dafür. Bleib mir fern. Ich bin zu alt dafür. Liam, komm hierher, sofort. Nein, du kannst mich nicht zwingen. Setz dich und gib mir deinen Arm. Ich weiß schon, was ich tun werde. Und es wird nicht wehtun. Ich tunke ein Wattestäbchen in Vaseline. Dann schmiere ich das Pflaster damit ein. Dann lässt es sich einfach abziehen. So, war gar nicht schlimm, oder? Hä? Wo ist es hin? Jetzt noch die restlichen. Nun kann man wieder dein hübsches Gesicht sehen. Okay, lass uns gehen. Sie hat eins übersehen. Das ist unser Geheimnis. Du bist so hübsch, Püppi. Süßigkeiten für dich, Kleines.
Du musst nicht zufällig aufs Klo, bevor wir gehen. Nein. Lass uns gehen. Okay, okay. Und los. Hui! Das ist so lustig. Wuhu! Oh, draußen ist es so schön. Lauf nicht weit weg, Liebling. Oh, wie schön. Das will ich haben. Erwischt. Das riecht gut. Oh, ich muss mal Pipi. Papi, es gibt einen Notfall. Wusste ich's doch. Okay, komm mit. Schnell. Gibt es hier denn keinen Busch oder so? Aha, perfekt. So kannst du die Natur genießen, während du dich erleichterst. Nein, vergiss es. Okay, mal nachdenken. Ich hab's. Mir nach. Wo ist es denn? Papi! Die ist für dich. Du machst Witze, oder? Nein! Denk nach, es wird ernst. Das könnte nützlich sein. Ich hab's. Warte kurz. Ich stelle den Eimer in den Kofferraum. Und der Deckel hier ist wie ein Klositz. Dein Thron wartet auf dich. Das war knapp. Ich hänge eine Decke auf, dann hast du mehr Privatsphäre. Ein ganz normaler Tag als Dad. Oh oh, hey! Beeil dich da drin! Lilla, lilla! Ava? Es gibt doch nichts über einen freien Tag, an dem man sein Auto wäscht. Heute ist es echt heiß. Oh, hallo. Ich ziehe besser meine Wampe ein. Das hättest du sehen sollen. Oh, sieh mal. Niemand kann meinen Haaren widerstehen. Hey, Ladies. Soll das witzig sein oder so? Ein Klassiker. Sie lachen mit mir. Oder lachen sie mich aus? Oh, nein. Ach, das ist typisch. Naja, zurück zur Arbeit. Es soll blitzeblank werden. Tadellos. Gute Arbeit. Damit bin ich zufrieden. Ich bin bereit für die Schule, Papi. Spring rein, Kleines. Ja, und los, Papi. Yay. Zuerst schalten wir Musik ein. Ich liebe dieses Lied. La, 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 la. Nein, was machst du? Ups, sorry. Ich habe gerade das Auto geputzt. Deshalb kann ich trotzdem tanzen. Wuhu! Hast du mir nicht zugehört? Schon gut. Durchatmen. Erinnere dich an deine Yogastunden. Hey, ich habe eine Idee. Das T-Shirt löst all meine Probleme. Das ziehe ich über die Kopfstütze. Und bis zum Sitzende runter. Jetzt kannst du tanzen, Kleines. Danke, Papi. La, 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 la. Auf geht's. Juhu, Süßigkeiten. Jetzt aber schnell. Sch, die Luft ist noch rein. Ich kann's kaum erwarten. Ja, ich habe es bis zu meinem Bett geschafft. Was haben wir da? Juhu, das nenne ich mal einen Fang. Was esse ich zuerst? Lecker, zuerst kommt der Schokoriegel. Ah, nein, nein, nein. Ich muss alles verstecken. Ashley, Liebling, es ist Zeit für deine Gute-Nacht-Geschichte. Liebling, bist du noch wach? Ah, da bist du ja, Papis kleines Prinzesschen. Ja, ich bin eine Prinzessin, das bin ich. Es war einmal vor langer Zeit ein Oger im Wald. Ich muss so tun, als würde ich schlafen, damit er geht. Hm? Was zum Geier ist das denn? Ashley, versteckst du etwa Süßigkeiten? Du kennst die Regeln. Sorry, Dad. Das war nur aus Versehen. Vergibst du mir? Einen Augenblick. Ist da unten noch mehr? Ich sehe zumindest keine Süßigkeiten hier rumliegen. Okay, ich glaube dir. Der kleine Oger wurde ganz schläfrig. Sie gähnte und legte sich in ihr Bettchen. Oh, genauso wie mein Prinzesschen. Okay, ich lasse sie besser schlafen. Gute Nacht, kleine Ogerprinzessin. Hä? Ist er endlich weg? Ja! Zurück zu meinen Snacks. Sch. Verrat es keinem. Ich habe sie in meinem Geheimversteck versteckt. Ja!
Zeit für Süßigkeiten. Das esse ich am liebsten. Und dich. Oh nein, piekt schon wieder. Weg mit euch. Ich dachte, ich hätte hier etwas gehört. Oh, sie schläft noch. Das war dann wohl nur meine Einbildung. Puh, das war knapp. Zeit für Schokolade. Ich liebe Lutscher. Die esse ich so gerne. Njam, 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 njam. Oh, Mami ist vom Einkaufen zurück. Ich bin der Beste in diesem Spiel. Das Level schaffe ich mit Links. Einen Augenblick. Justin, wieso hast du so viel Süßkram gegessen? Ach. Sorry, Mami. Willst du diesen Lutscher mit mir teilen? Ach, nein, den darfst du alleine essen. Ah, mein Lutscher, wo ist er? Wo ist er nur hin? Kaputt, mein Lutscher ist kaputt. Oh, Liebling, das tut mir leid. Schon gut, alles wird gut. Hör mal, Mami hat eine Idee. Wieso isst du nicht stattdessen eine Orange? Nein. Oh je, was kann ich tun? Oh, ich hab's. Die Zuckerwürfel werden mir helfen. Ab in die Mikrowelle damit. Ich stelle die Mikrowelle auf eine Minute ein. Das sollte lang genug sein. So weit, so gut. Mal nachsehen, ob das passt. Exzellent. Der Zucker ist jetzt flüssig. Nun brauche ich meine Lutscherformen und einen Stiel. Nun kommt die Orangenscheibe hinzu. Dann kann der Zucker darüber gegossen werden. Oh, wie schön. Erledigt. Das sollte reichen. Nun muss es trocknen. Wenn sie trocken sind, können sie aus der Form. Perfekt. Seht euch diese Fruchtlutscher an, die ich gemacht habe. Liebling, Mami hat eine Überraschung für dich. Ah, wow. Noch mehr Lutscher, nur für mich. Voll lecker. Danke, Mama. Gern geschehen. Niemand räumt gerne auf, aber was muss, das muss. Und mit diesen cleveren Hacks, die wir uns ausgedacht haben, geht's ein bisschen flotter von der Hand. Verrate uns deine besten Aufräum-Hacks in den Kommentaren. Teile dieses Video auch gerne mit deinen Freunden. Und falls noch nicht getan, abonniere unseren Kanal für weitere tolle Videos wie dieses.